Ja, es ist, ich bin ja auch zu hören. Ich raff's nicht. Ich kann, also es kann ich mit dem Livestream jetzt bald aufgeben, komplett. Also das ist natürlich. Ja. Was soll ich sagen? Ist natürlich scheiß schlecht, wenn es immer wieder ausfällt. Warum auch immer. Tja, da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts mehr. Ja, das ist immer, wenn du direkt reconnectest, dann musst du einmal komplett raus und wieder Bin ich neu doch, machen. bin ich komplett. Ich hab sogar Steam beendet und alles. Also von daher erschließt sich mir da einiges nicht. Versuch's jetzt nochmal und wenn das wieder nicht klappt, dann Blood Bowl 3, Cyanide. Ja, dann muss ich überlegen, wie das weitergeht, die Reise, weil das ist natürlich alles andere als erbaulich und ich habe keine Ahnung, wieso es mir derartig die Verbindung immer verhaut. Ich weiß es nicht. Ja, komm, dieses Video am Anfang jetzt immer, das ich nicht brauche. Und ich bin wieder drin. Ist ja super. So, weiter geht's mit Blood Bowl 3 von Cyanide. Mir ist mal wieder die Verbindung zusammengebrochen. Und jo. Ist jetzt wie es ist. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich muss den Angriff hier von meinem Gegner irgendwie abwehren. Ja. Hoffentlich bleibt es jetzt halbwegs stabil. Versprechen kann ich da natürlich nichts mehr. Immerhin ein Skinkammer erwischt. Ja, diese Probleme, die ich da habe, Leute. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, woran es liegt. Immerhin kann mein Gegner weiterspielen. So, das war die Fähigkeit mit dem. Ja, er kann dreimal raschen, ja genau. Er kann also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also er könnte rein theoretisch jetzt schon zum Touchdown kommen.
Braucht man ein bisschen Dussel, aber möglich wär's. Ist der Chat wieder aktiv? Ich denke schon, oder? Das Stream müsste eigentlich wieder funktionieren, aber was weiß ich schon. Der Stream läuft ja, ne? Ich Naja. guck, ja. Verrückt. Okay. Ja, wenn ich doch irgendwie noch rankomme und er macht irgendeinen Mist, muss ich eigentlich hinlaufen. Guten Abend. Ja, guten Hallo, Abend, ich wer grüße ist? dich, hi. Gibt's nichts Schönes? Ist eine kleine Blood Bowl Party mal wieder ausgebrochen, versehentlich. Was bestimmt ist oder einfach nur. Das ist die Ladder mal wieder. Deka hat es versucht, mich zu snipern, aber ich habe stattdessen hier Kirchendingens vor mir. Wie heißen sie? Seraphon, da. Ah, nee, hätte ich nicht gemacht. Ja, ich habe auch überlegt, aber jetzt ist es zu spät. Ja, klar, das ist später. Nee, ist wurscht. Nee, ich fahre da immer noch mit diesen ständigen Disconnects. Ich weiß nicht, was es soll. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, aber es scheint ja dann im Internet gelegen zu haben, weil der Stream war ja auch weg. Ja, es war komplett, einfach mal komplett eine Sekunde, war alles weg. Und alle Stecker sind drin und so langsam fange ich an zu zweifeln. Es kann halt auch mal tatsächlich im Provider liegen, dass es jetzt immer wieder mal abends Ausfälle hat oder so, ne? Auch das ist möglich. Immer noch Probleme? Ja, immer noch. Leider Gottes. Leider Gottes. Einmal fällt's aus. Keine Ahnung wieso. Einfach so. Einfach aus dem Nichts heraus. Also Ja, nichts heraus. krass. Ist der LAN-Stecker auch drin und so von der Internetverbindung her und so. Es hat auch nichts mit dem WLAN zu tun, dass er also versucht hat, ins WLAN sich einzuwählen, so wie das bei den letzten Malen auch mal war, ne? Also von daher ein bisschen arg bitter, die ganze Kiste. Aber ist egal, Spiel geht weiter. Mein Gegner hier, der Pyrochi oder wie der heißt, mit seinen Jurassic Juggernauts, er kann weiterspielen. Ne? Und das ist doch das Wichtigste, dass das schön Punkte gibt und dass das ganze Spiel sauber zu Ende gespielt wird. Das ja, ist halt ärgerlich, ne? Wenn halt dann immer so stücklesweise Videos hochladen muss. Aber das ist halt nur mein Problem. Das, keine Ahnung. Muss ich mal schauen, aber wie das weitergeht, wie ich das Problem gelöst bekomme. Das wird ja bestimmt eine Ursache für geben. Das fällt ja auf, dass das immer einmal passiert und das war's dann. Ja, keine Ahnung. Ja. Ein bisschen nervig. Ja, extrem. Aber schön, dass du da bist, Brace. Schön, schön, schön. Ihr seid ja kurz davor, auf zur Weltmeisterschaft zu fliegen nach Alicante, habe ich mir Ja, sagen bei mir, lassen. ich bin einer der Ersten, der fliegt. Ich fliege am Dienstag, weil ich gesagt habe, ich bin zu faul umzusteigen. Ich nehme den Direktor aus Hamburg, den einen die Woche. Deshalb fliege ich Dienstag bis Dienstag. Sehr schön. Einer muss zuerst da sein. GZ an meinen Gegner erstmal hier zum 1-0. Zwei Runden habe ich noch für einen Touchdown. Schauen wir mal, was mir einfällt. Gobos wollen fliegen.
Hab niemanden, der in zwei Runden schnell genug runterlaufen kann. Ich muss einen Gobbo werfen. Oh ja, fliegende Minis. Juhu! Ich liebe es. Ja, ich auch, wenn es mal funktionieren würde. Hat der Troll Funktioniert so eigentlich. gut wie nie, aber lustig ist es. Der hat, glaube ich, noch einen starken Arm, der Troll, von Anfang an, glaube ich, ne? Nee, hat er nicht. Mhm. Oder nicht? Sauerei. Nee, hat er nicht. Ach ja. Bäume haben das automatisch. Bitte? Die Bäume? Die Bäume haben es ja. Nice. Ja, guck mal, da steht schon mal einer recht da, wo er stehen soll. Das ist schon mal ganz gut. Dann fehlt nur noch der Gobolino. Ach nee, komm, wir gehen auf die Seite. Die Seite ist irgendwie schöner. Er hat nur einen Turn noch danach. Ja. Dann ist er egal. Wenn er noch zwei hätte, dann wird es halt eklig. Dann kann die Skinks nicht überall noch ankommen. Was hab ich denn als Gegner hier? Ja gut, das ja, in seinem Drive da nochmal irgendwie zu was zu kommen, ist natürlich trotzdem, ne? Eventuell erbaulich. Ja. Hast noch zwei Turns, versuchen einfach noch zwei Skills für den Platz zu haben. Das sowieso, also attackieren wird definitiv noch der Fall sein. Die Frage ist nur, Pure Nobility. Was wie ich kann das das denn? mache. Nehme ich denn gegen Nobility mit? Ist in Alicante eigentlich auch, ist das ein Einzelwettbewerb oder ein Teamwettbewerb? Team, sechster Teams. Sechser-Teams, krass. Und ich kenne einen online von meinem Team und den Rest gar nicht. Auch mal ganz lustig. So lernt man Leute kennen, ne? Eben. Freue mich drauf, bin sehr gespannt. Ich hoffe vor allen Dingen, dass ich nicht gegen allzu viele Deutsche spielen muss. Wie Das viel war ja Deutsche das hast du denn im Thema. Team? Wie viel Deutsche hast du denn im Team? Einen noch außer mir. Ach so. Das viele Schweizer. Exil-Schweizer. Das ist ja auch fast Deutsch. Ja, fast so. Hoffentlich haben sie das nicht gehört. Also ich sage jetzt mal lieber nichts, ey. Mein lieber Mann, ey. Ich brauche keine Rerolls. Ansonsten ging rankommen, tue ich nicht. Steht zu gut da. Die Großen kaputt machen. Ja, ich lasse jetzt eh gleich mein Gobbo fliegen. Was soll der Geiz? So, Das haben wir dann. mal richtig draufhauen können vorher. Wem tun wir noch mal ein bisschen weh? Ich glaube, der da will noch mal ein bisschen Schmerzen spüren. Könnte ich mir vorstellen, dass der da verstärkt Sehnsucht hat nach. Obwohl ich es aber auch anders machen könnte. Ah, prima. Sehr schön. Zu viel gewollt. Zu viel riskiert. Manchmal wird sowas ja auch belohnt. Ja, eben.
Ja. Wir haben beide dann danach genug Spieler noch auf dem Feld. Es reicht ja eine Runde, um den darüber zu werfen, aber kommt er jetzt auch noch an Ballträger ran. Ja, schauen wir mal, was er macht. Ja, wer spielt jetzt noch in Bronze? Leute, die verzweifeln und mal irgendwelche lustige Teams austesten, die schon in Platin und Diamant einschlafen. Keine Lust mehr haben, sind schon weit genug Soweit müsste gekommen. ich erstmal einmal entkommen. Will ich das überhaupt? Keine Ahnung, Brace. Ich kann dir Dafür nur spiele ich einfach sagen. diese Open Letter einfach nicht gern genug, glaube ich. Oh, Ja, Jack ich wieder. weiß noch nicht, ob es da irgendwelche Rewards für gibt, wenn du da höher gerankt bist am Ende der Saison. Schwer gibt es irgendwas. Ich glaube, nur die Marke, die dir innerhalb der Season angezeigt wird, rechts dieses Abzeichen, nämlich. Also nicht irgendwie was so designtechnisch oder irgendwelche anderen, naja, egal. Auch nicht. Oh, da ist gerade zweiter Würfelwurf. Ich bin jetzt aktuell Platin mit meinen Zwergen. Ja, aber herzlichen Glückwunsch dazu, DK. Sehr Geil. schön, freut mich. Bist in der gleichen Liga wie der Chilifix. Da gibt es ja auch gar nicht mehr so viel, ne? Danach kommt Diamant und dann kommt Meister, ja. Gegner, bist du noch da? Hast du auch ein Disconnect? Alter. Der braucht Rewards, oder? Oh, die Zeit von ihm läuft nicht runter. Oh. Hat er vielleicht auch ein Looking Disconnect? for a disconnect there. Könnte Das sieht ein Problem ist bisschen da aber. aus, oder? Ja, Problem ist aber, das muss nicht zwingend heißen, dass er ein Disconnect hat. Ne? Ich hatte da auch schon, dann ist die Zeit vom Gegner nicht runtergelaufen. Und ich habe gewartet und dann habe ich auf einmal verloren gehabt. Weil Das kann dir auch passieren, ja. ich den Disconnect hatte und habe keine Meldung bekommen. Pass mal auf, das wäre jetzt der Hammer. Pass mal auf, das wäre jetzt der Hammer. Aber der Stream läuft, also. Der Stream läuft noch, ist okay. Nicht mehr. Jetzt nicht mehr, nein. Black is beautiful, sagt der Stream. Tja. Das ist ärgerlich. Eine Technik ist momentan so ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit dir, nicht? Aber extrem. Aber ich müsste ja normalerweise auch jetzt bei euch im Dings hier zu hören sein. Das Bild von dir ist noch da. Das Ding zeigt dich, aber jetzt auch wieder Blood Bowl 3 im Restart. Aber jedes Spiel dreimal neu starten ist auf Dauer auch nicht so unbedingt der effektivste Weg, Blood Bowl zu spielen. Nee. Und auch nicht der spaßigste. Also ich bin jetzt wieder drin im Spiel. Ja, man sieht das. Ist alles da. Mal kegelt sich komplett aus dem Netz, mal kegelt sich einfach aus dem Spiel, aus random Gründen. Sehr Tja. unbefriedigend. Also das ist natürlich alles andere als fröhlich. Hast du das bei anderen Spielen auch? Ah, jetzt stehen seine Spiele auf. Nee, nur bei diesem. Also gut, klar, ich hatte es mal bei Baldur's Gate, dass es nach 3 Minuten weg war und wieder da war. Und dann hatte ich es nochmal nach 14 Minuten, aber sonst ist das immer stabil gelaufen. Aber jetzt geht es hier plötzlich wieder weiter. Also es muss an mir gelegen haben. Ich muss irgendwie rausgeflogen sein, aber ohne eine Meldung. Danke, Deka, für den Hinweis. Mal bitte. Aber lieb. Ja, Da ich muss schicke man auch ihm. nette Gegner haben. Ja. Ich schicke immer so Botschaften rüber. Wenn ich merke, da es stimmt bei mir was im System. Ich soll ja merken, ne, dass einem, man kann ja hier nicht mal chatten. Also ich kann ja nicht ihm sagen, sorry, technical problem oder sowas, ja. Ja, I will stay until the end oder sowas, ja. No worries. Irgendwie sowas hätte ich dann getippt, so. So ist es natürlich alles andere als ja.
Ja, das ist halt auch eben diese etwas unbefriedigende Geschichte aktuell mit den fehlenden Kommunikationsmöglichkeiten, ja. Ja, alle Sachen sind hier zum Schreien davonlaufen. Achso, da muss ich herausdeutschen, weil der noch im steht da. Der eine, welche hier. Kriegen wir da noch Platz geschaffen? Ne, da kriegen wir keinen Platz mehr dran geschaffen. Da kriegen wir es auch nicht hin. Jetzt habe ich den minus 1, den hätte ich jetzt nicht gerne. Ja, schieb den mal darüber und folgt dem mal. Und dann haben wir wenigstens das da gelöst. Du reichst doch auch, um so einen Skink 3 Würfel um die Ohren zu hauen, ne? Ja. Oder ich nehme direkt meine Werferin als Blocker. Sind auch 3 Würfel. Dann machen wir das so. Ja, und da ist ein Pau dabei. Was musst du die auch noch schubsen? Das ist natürlich noch besser. So, jetzt kein Risiko mehr. Ich denke, wir machen jetzt einfach den Wurf. Ja. Die anderen, Aber obwohl noch nicht. die Flugbahn hat er ganz gut zugestellt inzwischen. Ja, macht nichts. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wir machen noch eins. Ja, wir stellen noch den da rüber. Bisschen meine Spieler noch schützen. Dass er nicht drauf rumspringt. Und jetzt machen wir halt Pass Activation. Dann könnte er scattern. Und dann kann er dahin. Ja, das wird schon schief gehen. Nee, nicht mehr drauf rumspringen. Raus. Ist ja der letzte Zug die Hauptzeit. Was ist das jetzt? Your player fails its throw teammate test. Roll. Ja, muss ich dann rerollen. Nee, warte, warte. Ein 4 ist inakkurat. Das ist nur schlechtere Landung. Aber der kommt fliegt in die richtige Richtung. Scatter 3 und. Ja, guck, mit einer 6 landest du natürlich alles. Perfekto. Aber. Jawohl! Können Jawohl! wir ankommen. Fliegende Kombos und Touchdown! Geil! Ja, sauber. Sehr, 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 sehr geil. Geil. Hat sich das Einschalten da schon gelohnt? Fuck. Es gibt nichts Besseres als Ja, Touchdown. guck mal, da kannst du Kacke spielen, wie willst, ne? Eine gute Aktion, schön. Ja, und schon ist Drops Eigentlich gelutscht. fast schon elfisch, was da abläuft hier. Danke, dass du mir den gesagt hast, dass er nur inakkurat jetzt kommt. Ne? Das war jetzt gerade ganz, ganz heftig, weil sonst hätte ich einen Reroll gemacht und hätte es wahrscheinlich nur noch verschlimmert. Das hätte gut passieren können, ja, definitiv. Definitiv wäre das so passiert. Die Chance war da. Ja, die stehen da alle gut, hä? So, jetzt brauche ich noch ein paar Spieler, sagt mir das Spiel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ah ja, es hängt einfach nur. Okay. Aber alles an die Line? Ich überlege gerade noch. Wenn der Blitz kriegt, ist ja mit jetzt ging es schnell vorne, Na, ne? ist er nämlich ganz schnell durch, ja. Und zwar rucki zucki. Jetzt kommt aber so nicht mehr durch. Nicht so einfach. Ja, komm. Oh, nimmt uns den Zug auch noch weg. Das Spiel ist das so, ja. Ja, lang genug so ein Spiel. Eins in der Tasche. Oh, Rüstungsbruch. 1-1 in der Tasche, Ballbesitz mit Orks könnte schlimmer sein. Ja, ich versuche jetzt mal einen fröhlichen Spaziergang zu ihm rüber. Mal gucken, ob mir der gelingt.
Ein Anblitzen noch. Wird mir nichts bringen. Außer Leid und Schmerz. Leid und Schmerz, das ist super, es bleibt mir. Habe ich heute auch schon gehabt. Bin gerade da. Nochmal alte Welt, Team. Wer Old World allein spielt, hat es auch nie anders verdient. Ach, macht Spaß. Aber der hat mich direkt im zweiten Zug eins meinen Werfer getötet. Der hatte schon Block und Abspiel. Ich versuche mich gerade wieder mit meinen Dunkelelfen hier voranzuarbeiten. Das ist auch so ein Team aus dem Vorhof der Hölle. Durchschnittlich so düdelig bei 4 Casualties gegen mich. Den Dunkelelfen habe ich heute auch schon gespielt. 1-0 geführt, hat eigentlich gut gespielt. Und im zweiten Halbzeit habe ich, glaube ich, 3 hintereinander vom Platz gehauen und dann aufgegeben. Ja, was ein Muss man ja mal ein bisschen warm spielen hier, weil ich spiele ja die Dunklen in Alicante nicht so. Du hast wirklich die Dunkelelfen? Ich habe Dunkelelfen eingepackt hier. Welches Tier haben die? 1? Ja. Ja. Ja, ich habe geübt. 1 ist ein gutes Stichwort auch für meine Spiele seit zwei Tagen. Gestern 2 Spiele unentschieden gespielt. Und beide auch eher. Ich wäre auch 6 gut losgeworden. Ja, gut, Brace lieber jetzt als nach einem Turnier. Richtig. Könnte ich dagegen Argumente finden, ne? Rein theoretisch gesprochen. So. So will er das also gegen mich machen. Bitte ist frei, schmeiß den Gobo rüber. Nein, nichts Glück bereizen, Mann. Vor allem können die Echsen auch so schnell zurückscoren. Dann eh so richtig voran. Allerdings. Ja, aber es ist immer noch eine gute Möglichkeit, wenn eigentlich schon gelaufen ist und wirklich nichts mehr geht, ne? Dann hast du die Option halt, den Kleinen da über das halbe Feld zu schmeißen. Das ist natürlich nicht gut. Ja, deswegen ist es ja auch später geholt worden, also die Kombination von mir. Das war schon die Intention da dahinter. Einfach die Option zu haben, halt nochmal, ne? Zu sagen, okay, ich bin immer gefährlich, ich kann immer den One-Turner bringen, wenn ich es muss, möchte. Ne? Ist tatsächlich fürs Mindset für den Gegner extrem heftig. Wenn er sieht, ja. Ja, also davon müssen wir ja mal ausgehen. Dass die alle Gegner komplett blind sind. Nicht so gut. Warum hatte ich doch hier? Wie geht die Jagd auf deinen Gobo machen? Schützt der? Ja, natürlich macht der Jagd auf meinen Gobo. Aber ich. Ja, ja, ich habe nur die Option, die ich habe. Ja. Der Troll jetzt nicht, wäre der nicht saudumm da rumgestanden, hätte es jetzt anders ausgesehen. Dann würden die jetzt anders stehen. Aber ich kann nichts dafür, dass der Troll jetzt genau die 1 würfelt.
Nee. Doch schon, ich habe gewürfelt. Ja. Gute alte Big Guy-Thema, ne? Ja. Also am Anfang nehme ich nicht mit. Also das ist bei den Orks für die Anfangsspiele nicht so wirklich relevant, wenn du längere Saison hast. Dann kannst du ihn reinnehmen. Er ist zu instabil, finde ich. Der Troll ist ja auch mit Abstand der schlechteste Big Guy. Ich weiß nicht. Also für mich ist ja fast der Baum noch schlimmer. Weil wenn der einmal nicht läuft, dann läuft der gar nicht mehr die ganze Halbzeit. Ne? Aber das Bäumchen hat einfach gute Wurfqualitäten. Das Bäumchen ist sonst extrem zuverlässig, was seinen Dienst angeht. Und dann Agi bloß auf dem Link. Und YOLO. Naja, da musst du ständig mit rechnen. Ich habe so mal zwei Gegentouchdowns an meiner Anfangszeit bekommen. Das war schon schön zu sehen. War beeindruckend, wie gut der da. Ich habe dann damals, was war's, glaube ich, habe damals 3-2 gewonnen, aber trotzdem, es war völlig schön zu sehen. Im Grunde genommen ist der sicherste Big Guy ja der Radnorer, ne? Weil du musst nur halt immer in Liner dran stehen und dass er den umhauen kann und dann macht er auch immer seine Aktion. Aber ne? Mit dem Mino auch der zerbrechlichste. Aber sonst wäre es ja auch Imba, ne? Irgendwas müssen sie alle haben. Alle haben so eine Macke. Ist schon okay so. Sonst wären die Big Guys einfach OP. Also die Standard-Big Guys. Hey. Oh, K.O. gegen. Na, ja, das war gut. Leider war das gut. Tja, mein Gegner stellt sich leider sehr gut auf. Sehr gut hin. Muss man ganz ehrlich konsternieren. Ne, das wäre. Halt, stopp. Ich mach jetzt nicht schon wieder so einen Blödsinn wie vorhin. Tja, will ich da überhaupt hin? Fragen. Ich habe Fragen, euer Ehren. Ja, du kannst ja hoffentlich mal die Seitenlinie halten, ne? Dude. Das wäre mal echt freundlich von dir. Just mine. Na also, die tut doch nichts. Das hat sie bisher noch nie getan. Freilassen. Danach setzen, freilassen. Now we are talking. Da habe ich aber richtig nahe geschlagen. Schlechter Apotheker. Was hast du? Ja. So, lassen wir die Trolldame stehen. Auf keinen Fall. Könnten dich wohl da. Abend. Guten Abend, wer auch immer sich zugeschaltet hat. Hallihallo. Hi Ginny Fix, ich grüße dich. Hi Ginny. Welch Ehre. Heute so viel Top 4 Leute im Discord-Besprechung. Wobei ich auch echt sagen muss, Brace, ich war tatsächlich überrascht über dein letztes Liga-Ergebnis. Wieso? Ich hatte nicht mit gerechnet. Ich weiß, dass Lehmann verdammt guter Spieler ist, aber ich hatte damit wirklich nicht gerechnet. Doch, Dennis ist sehr, sehr, sehr gut. Der hat in dieser Liga bisher sehr, sehr viel Pech gehabt. Und ja, er hat bis jetzt den Opel Award von allen Teams. Spielt er normalerweise Dunkelelfen? Nein. Ganz viel Orks. Ach, ist es ein Ork-Spieler? Viel, ja.
Und dann kann er hier nicht zugucken, dann wird er ja sterben. Kriegt der Herzinfarkt, meinst du? So gehört sich das Orks, was Vernünftiges, nicht so ein komisches Elfengedöns. Was der Mann sagt. Wie komme ich denn durch diesen Klabberadatsch hier? Langsam wird's echt bitter. Alter. Noch eine Eins, ey. Hörst du auf, sowas zu sagen, während ich hier streame? Ja, nachher bin ich derjenige, der die Einser kriegt. So, da habe ich ein Skink-Opfer zumindest. Nee, danke dir. Nee, sorry, kannst du nicht. Ich hab die alle. Das ist dann auch ganz. Sammel Leidenschaft hier gerade. Ganz nett. Schaffst du gerade Leiden, ja? Gestern schon zwei Spiele, heute jetzt wieder. Eigentlich. Ich glaube, du müsstest eigentlich mal mit zwei Blitzer oder so über die Freiseite durchbrechen, nach hinten. Dann muss er ja aufbrechen, seine Verteidigung, um dich hinten abzusichern. Wenn jetzt immer nur. So irgendwie mal eine Touchdown-Bedrohung auf der anderen Seite stellen, ja? Yep. Ja, weil er immer nur hin und links und rechts hin und her läuft, dann. Ja. Nichts. Schon klar. Dankeschön, gerade Jungs. Gerade mit Echsen kommst du halt immer. Die rennen dir halt auch weg im Zweifel. Die sind schnell und können ein bisschen dodgen. Zumindest die Kleinen. Ja, und die anderen können zuhauen. Das stimmt nicht. Ich spiele die so oft, die können nicht zuhauen. Also das kann nicht sein. Ich habe gerade wieder mal ein Spiel versucht aus Verzweiflung in der Season und habe nach dem Spiel den Crocs hier und drei Saurier austauschen müssen. Also meine übliche Quote erfüllt. Vier plus Dodge. Why not? Jetzt du Elfenbullshit. Das Spiel ist jetzt ein bisschen von der Taktik geprägt. Ich ziele auf was ganz Bestimmtes ab, meine Damen. Mal gucken, ob es klappt. Kommt jetzt drauf an. Spannend. Also, spannend, ob er jetzt Bock macht. Ginifix, hast du denn gesehen, wie ich meinen Touchdown gemacht habe? Nee, ich bin gerade eben erst reingekommen, daher. Und zwar hat Fiona die fliegenden Touchdown gemacht. Sie hat ihrem Namen nämlich alle Ehre gemacht. Oh! Ja, mir ist es endlich gelungen. Es war im letzten Zug. Es war ein inakkurater Wurf und im letzten Zug gelingt mir dann das 1:1. Das muss man sich anschauen. Und unbedingt, wenn es. Das, naja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Videoschnipsel das jetzt sind. Viel Spaß beim YouTube gucken. Ich habe mal wieder horrend schöne Probleme. Ich habe 2 plus wieder Aufstehwurf für K.O.s. Und ich schaffe es, 2 von 4 wieder herzuwürfeln. Geile Nummer. Hey. Jeder macht so sein Ding. Du meinst, es ist einfach, dass die Gegner spielen und sie irgendwie zu, dass du den Unentschieden über die Zeit rettest. Das versucht der Gegner hier auch. Er spielt auch auf Unentschieden. Er spielt hier auf Unentschieden, aber das kann er sich abschminken. Ich plane Dinge. Du planst Dinge. Ich plane Dinge. Mal los. Ich sag's euch gleich, wenn ich mal selber im Klaren bin, was ich da eigentlich machen möchte. Wenn du deinen eigenen Plan verstanden hast, verrätst du, wie der ist. Okay, gut. Sowas in der Art, ja. Vorher wäre es auch schwer. Fester. Fester, Leute, fester. So, du liegst jetzt. Du liegst da nämlich gut. Jetzt kommt was Blödes. Das macht man nicht, Ben Cake. Bist du denn wahnsinnig?
Mein Gegner hat halt auch Block. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Muss da auf jeden Fall noch den Proxy um. Haut doch noch den Proxy um. Krieg nur einen Würfelblock. Block gegen Block. Du kannst den Troll anstellen. Bitte? Den Troll. Der Troll kann sich doch noch bewegen. Ja, aber, kann der, aber der Troll, der kann auch werfen. Guter Gobbo. Guter Gobbo. Ach so. Was ist der Plan? Der Gobbo kann auch werfen. Auch. Jetzt nicht mehr. So, das ist jetzt der Plan. Nicht mehr zu werfen da. Jetzt ist er nicht mehr da, ja. Munition ausgegangen. Mein Plan war es, den Ball an den Gobbo weiterzugeben und dass der Troll ihn dann da über die Verteidigungslinie jetzt rüber wirft. Das war der eigentliche Plan. Du willst zwei? Ja. Touchdowns auf die Weise machen. Also, ja. Das ist schon. Ja. Schon ein bisschen deutlich, ja? Aber ja. Ich liebe es. Ja, aber Moment. Ja, aber Moment. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten, gegen dieses schnelle Team durchzudringen. Ich habe nicht genug Spieler rausgenommen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, einfach zu sagen: Okay, ich komme hier nicht wirklich durch. Ich kann nicht irgendwie einen Pass gescheit rüberspielen und so weiter. Der Croxy spielt ein bisschen, bindet ein bisschen meine Spieler. Ich habe nur noch zwei Runden dann. Ja, werf ihn lieber. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, als mich da jetzt noch erfolgreich durchzukämpfen, wenn ich denn noch tatsächlich zu dem 2:1 kommen möchte. Das war zumindest mein Gedanke. Aber vielen Dank für all eure Tipps. Ich habe nicht die Weiße mit dem Löffel gefressen. Tue ich nur jetzt dran teilhaben, was meine Idee war. Ne? Haben wir alle nicht das mit der Weiße mit dem Löffel? Ja, kann schon durchaus sein. Aber das war jetzt halt mein Grundgedanke. Ich dachte, okay, dann mach halt deine Verteidigung. Steh halt hier zwei reich. Ich werf einfach meinen Goblin drüber. Mir doch egal. Tja, aber ein Goblin fehlt ja. Ich habe ja eigentlich zwei Goblins für den Zweck im Team, aber einer ist ja verletzungsbedingt draußen. Das darf man halt jetzt auch nicht in Anführungszeichen vergessen. Bist jetzt angepisst, weil ich das jetzt gemacht habe? Mit dem Schiri rumdiskutiert. Was ein blöder Schiri, ey. Auf welcher Seite bist du eigentlich, Goblin? Was stimmt nicht mit dir? Wie viele Turns haben wir noch? Auch grün. Hey, ich könnte ihn aber eigentlich nochmal werfen. Den Ball. Zwei Turns. Ich könnte noch einen Pass spielen, so ist es nicht, genau. Das ist kein unmögliches Ding hier. Ich weiß. Nicht das einfachste Ding, aber wir haben schon verrückt. Ja, er hat einen Werfer, der andere fängt mit 50% Wahrscheinlichkeit, er hat noch 4 Rerolls. Ja, ich sag ja, es ist nicht das Wahrscheinlichste, aber wir haben auch schon verrücktere Dinge funktionieren sehen. Würde ich auch sagen, also das ist... Erstmal wegschieben. Mach mal Platz, Dude. Ich können wir hier nicht gebrauchen. Spieler, die den Passweg ja blockieren, sollte man aus dem Weg räumen, meine ich mich zu erinnern. Da war was. Macht sich zumindest nicht negativ bemerkbar. Na komm schon. Ich habe so viel Rerolls, das kann man jetzt mal riskieren. Auch aus dem Fleiß, genau. Ja, irgendwann muss ich, ne? Also irgendwann ist jetzt... So, das machen wir nicht, das ist klar. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir nur noch erfolgreichen Pass darüber spielen. Guck mal, der tut... Oh, warte mal. Gibt es da irgendwas Besseres? Da ist nur einer im Weg, richtig? Ja. Ja, komm. Das klappt. 4 plus 4 plus. Kommst du doch nicht dichter ran, sauber. Meine Herren, muss ich dafür arbeiten. Lass es, wird nicht eingreifen. Ist schon okay. Und bleibt immer akkurat. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Das ist sehr vernünftig. Ja, komm schon. Das Problem ist, dass er natürlich jetzt noch scoren kann. Er hat noch zwei Runden, ja. Sie. Ja, aber komm schon, also was soll denn das? Soll ich da schlagendes Umschieben spielen oder versuchen, dieses verrückte Ding noch zu machen? Also das muss ich versuchen. Ich bin also, dabei, ja. Gell? Ich weiß, ist mir bewusst, dass er in zwei Runden auch noch zum Scoren kommen kann. Insgesamt war es... Der Teilpass ging es töten, das ist auch in Ordnung. Man muss auch sagen, war jetzt insgesamt ein gutes Spiel, war ein schönes Spiel gegen ihn, also gegen diesen Pyroti. Also ich fand, es hat Spaß gemacht. So ist es nicht, meine Disconnection ist ärgerlich. Da kann er... Hast du die armen Echsen kaputt gehauen? Naja, was heißt denn hier kaputt gehauen? Komm mal, ist fast nichts passiert. Drei Verletzungen. Ja, ich erwarte von Orks mehr. Guck mal, was auf bei mir auf der... Da sind auch drei draußen, ne?
Eine Ja, war aber halt einer, weil er kaputt. gefault hat. Ja, das war der Kobo, der da gefault hat, hallo. Der Dafür haben ist er mich ja nämlich, da. mein Schiri, der Schiri hat mich nämlich rausgefault, so war das nämlich. Ja klar, dass du jetzt diesen Feigling da dran setzt. Oh, es läuft aber auch für dich jetzt gerade, okay. Ja, naja, jetzt wird's schwierig. Warte, jetzt Nicht unmöglich, aber jetzt wird's schwierig. du musst einfach nur einen den vorne umbringen, dann ist alles gut. Genau. Nur. Den wegbewegen und dann mit dem anderen den Skinkblitz. Genau. Na komm, Aua machen. In ein K.O. So. Das ist ein Rasch. Ist auch ein Rasch, ne? Aber ich habe eigentlich genug Würfel. Könnte ich eigentlich dem Croxy nochmal weh machen? Reicht es? Nee, kriege ich gar nicht genug Assists hin, ne? Muss ich raschen? Werde ich raschen? Tue ich raschen? Warum nicht? Ja, ich habe den Reroll dafür. Das werde ich jetzt nicht 2-1er würfeln. Solide. So. Sorry, Deka. So, dann haben wir den auch mal erledigt. So, jetzt könnten wir eigentlich noch ein bisschen Spaß mit Echsen spielen, ne? Ja, das Spiel ist damit unentschieden gesichert. Das andere ist jetzt Würde ich auch sagen. having a fun ge end of game. Vielleicht kriegen wir noch SSP zusammen. Vielleicht. Sieht gut aus. Ja, gucken wir mal. Wollen wir noch auf einem rumspringen? Nee, das finde ich asozial. Sollen wir nochmal mit Croxy prügeln? Wir werden jetzt mal den Croxy prügeln. Mit Mighty Blow, den Proxy da nicht schuppen zu blätten. Wird ganz bestimmt nicht schief gehen. Naja, guck mal hier. Ein Schubser. Ein Schubser geht immer. Und mein wichtiger Spieler ist weg vom Croxy. So, dann haben wir das geregelt. Wollen die zwei nochmal tanzen? Nee, dann verletzt sich immer noch meiner. Ja, dann würde ich sagen, kein Silber. Schon wieder nur entschieden. Ich hätte den Crocs hier in die andere Richtung gedrückt, dann hätte er ihn dann nochmal geblockt mit einem Würfel. Was soll noch für wieder? Ups. Können wir das bitte rausschneiden? Kannst Richtig, du? richtig, richtig, Deka. Ja, könnte ich, werde ich aber einen Teufel tun. Bei mir gibt es immer alles, alle Missklicks, alle Fehler, die ich mache. Immer schön live, immer mit. Ja, immer schön freuen, wenn der YouTuber versagt. Das wollen wir doch sehen alle. Naja, ich habe mich jetzt nicht ganz so schlecht verkauft im Spiel. Aber der Touchdown war halt schon ein bisschen lucky, aber es ist halt möglich. War auf jeden Fall die geilste Aktion im Spiel. Würde ich auch sagen. Die kannst du für dich verbuchen. Ey, es ist mein erstes Mal, wo das gelungen ist, ne? Das ist halt schon episch. Ich habe das noch nie versucht, ne? Ich traue mich das immer nicht. Es geht, wieso nicht? Wieso nicht? Es ist doch Match finished. Jawohl. Sieht immer so aus, als würde es ab. Ernsthaft? Spiel einmal irgendwas wie Snotlinge, Halblinge, bis einfach ein bisschen mit Stunty-Teams rumspielen. Dann bist du entspannt dabei, das ständig zu machen. Ja, ich kann ja jetzt, wenn ich bei Bloodborne 2 einsteige, die 2 Seasons bis zum Reset mal Goblins spielen. Auch eine Idee. Ja, das war Ich habe gerade gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf meine dusseligen Nervhügel. Ja, habe ich gelesen, du auch wolltest Ogre genannt spielen, Skaven. ne? Ich habe, ja genau, ich mache jetzt etwas, ich mache jetzt Quatsch, ich spiele jetzt Ogre. Also Quatsch ist das gar nicht. Ich glaube, die können gut zuhauen. Also kurz noch zu dem Spiel, weil ich dann auch gleich den Stream beenden werde. War erbaulich, was die Levels so angeht und die SSP war okay. Also habe eine bessere Ausbeute als mein Gegner rausgeholt aus der Partie. Kann ich mit erhobenem Haupt rausgehen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. 1-1, schönes Spiel. Ich danke dir auf jeden Fall nochmal, Pyrotti oder wie man das auch immer ausspricht, dass du bis zum Schluss mitgespielt hast und trotz meiner Disconnects, also falls du das irgendwo siehst, vielen Dank dafür. Dann schauen wir uns noch kurz die Rewards an und dann machen wir noch die Level-Ups und dann ist auch gut. Ne? Viele fragen sich immer übrigens, für was ist denn das und was? Ne? Klickt doch bitte einfach auch mal einfach so auf Symbol drauf. Ne? Just saying, weil ich kann jetzt hier zum Beispiel für die Old World Alliance, sehe ich jetzt sofort, ne, dass es für den gehört. Einfach mal sich trauen, auf diese Symbole drauf zu klicken. Das tut nicht weh. So, und dann haben wir hier noch Level 31 Rewards. Oh yeah, Dark Elfen, Lion Man, der hat jetzt irgendwas, damit man ihn dann besser mit einer Axt treffen kann auf dem Kopf. Das ist auch gut. Das führt dann die Axt direkt ins Gehirn. Das ist super. Dann gehen wir nochmal schnell zu den Teams.
Und was haben wir hier? Ja, Level. Wo wollte ich denn was tun? Hier haben wir was. Und zwar die Gerlinde. Die hat jetzt 8 SSP. Jetzt kann man sagen, okay, auf Block drauf. Diesmal habe ich auch was anderes vor. Diesmal habe ich wirklich was anderes vor. Ich hoffe, es geht. Es geht. Und zwar geht hier nämlich Guard. Es fehlt mir. Es fehlt mir total in der Mannschaft. Endlich die Gerlinde mit Guard. Das war auch mein Plan, weil dann heißt die Gerlinde Gerüchteverteilerin mit Guard. Aber ist okay. Alles klar. Mir geht's gut. Keine Sorge. So, die Henrietta. Weiß ich nicht, ob ich die noch weiter einsetzen möchte, aber die hat 2 SSP. Ja, bei Fiona könnte ich eigentlich sagen, aufgrund der Tatsache, dass, mache ich das oder nicht? Ich brauche ja, na, bei Agility könnte ich ihr noch was geben, ne? Ja, komm. Ich hätte vielleicht noch zu einem Open-Letter-Spiel kommen, deswegen. Sneaky Kid! Oh, Catch! Catch ist mächtig. Catch ist mächtig. Gerade wenn ich die werfen möchte. Und die heißt ja, die Fliegende. Ja. Weil ich muss ja den Ball übergeben. Oft. Ja, eben. Also das war jetzt fahrlig. Also die Mannschaft will es dann doch nochmal wissen mit Silva. Ich glaube, ich muss ja dann doch nochmal spielen. Und ich glaube, Nadiel kriegt jetzt auch nochmal ein random Level-Up, weil das bringt mir jetzt alles nichts mehr. Das schaffe ich nicht mehr, die Punkte. Da ist die Kickfähigkeit, die ich so gern gehabt hätte. Das brauche ich nicht. Ich will, was war das eine? Im Bereich des Faulens. Nein, wo ist das nochmal? Dirty Player, ne? Sneaky Kid und Dirty Player sind die beiden Foul-Skills. Sneaky Kid ist, dass du weniger runtergestellt wirst und Dirty Player ist das Mighty Blow fürs Foul sozusagen. Ja, komm, let's go. Naja, auch Sure Hands. Kannst du besser einen Ball aufsammeln. Ist auch okay, ist okay. Wenn alle sagen, wenn sie den Spieler sehen, ist aber eine merkwürdige Skillung. Ja, war mir egal. Okay, Bella kriegt ja auch nochmal. Komm, wir hauen jetzt nochmal Zufallslevel raus. Ist zwischendurch egal. Ich komme wahrscheinlich wirklich nur noch zu einem einzigen Spiel. Was soll's? Das wäre ganz cool hier, in dem Bereich nochmal was zu holen. Ja, komm. Naja, also ich habe noch Kick bekommen. Die ganze Zeit jammer ich habe keinen Kick. Auf dem Blitzer-Kick ist natürlich eigentlich verschwendet. Eigentlich. Nicht der Spieler, wo man es haben will, das ist richtig. Ja, aber es wurscht jetzt. Wenn ich jetzt noch ein Spiel oder maximal 2 spiele, was soll das denn? Ist doch wurscht. So, dann werden wir hier auch nochmal random skillen. Ja, Dauntless, das kann man nehmen. Auf dem Blitzer, das ist okay. Gibt Schlimmeres. Schauen wir mal, wo die ganze Reise noch hingeht. Hier gehen wir auch nochmal random rein. 2 Spieler mit Kick, das ist genau das, was ich brauche. Ja. Ja, was soll ich machen? Ist okay. Haben so. Ist besser als brauchen. Ja, genau. Hier gehen wir nochmal. Komm, da sind schöne Level für dich. Ja, zack. Jawohl, Break Tackle, super. Das ist genau das, was mein Elfriede braucht. Muss man sich noch immer wieder sagen. Mhm. Was kann Break Tackle? Once per Activation after a Dodge Test and if his Stärke is 4 or less, the result can be changed by +1. If, was? It is 5 or more, it is changed by, oh Gott, mein Gehirn. Aha, okay, alles klar. Er dodgt um 1 besser. Das ist geil, oder? Elfriede, dass die jetzt dodgt. Überleg mal, wenn die dann genau aus so einer Situation raus dodgt und dann einen Touchdown macht über so ein Passspiel, ne, im letzten Spiel. Solche Dinge passieren nur, wenn du nicht drüber nachdenkst und es einfach probierst. In der Theorie, ja. In der Theorie. Ja, gut, ne? Ihr habt gesehen, in der Theorie klappt mein Touchdown mit dem Troll. In der Theorie hätte es auch klappen können. Das war auch nicht mehr, hat auch nicht mehr viel gefehlt, dass der Pass da unten ankommt. Das wäre auch ekelhaft gewesen. Aber irgendwo gibt es auch Wahrscheinlichkeiten und irgendwann ist das Ding auch der Drops gelutscht und das ausgereizt. Also sei es denn drum. Ich danke euch fürs Zuschauen und euch, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch schon mal im Voice-Channel einen schönen Abend, ne? Dürft ruhig auch Ciao sagen, ne? So ist nicht. Ja, danke auch an alle. Wiedersehen. Tschüss, macht's gut. Besser machen. Ciao, ciao. Und dann Stream beendet. Nicht vergessen, liken, abonnieren und was sonst noch hilft. Ciao, ciao.